bei der Paris Künsch. Ich bin Elektroniker im dritten Lehrjahr. Also alle zusammen, ich bin Yves Kronenberg, ich bin Elektroniker im zweiten Lehrjahr und mache meine Lehre in der Schindler-Berufsbildung. Ich arbeite Hardware und Software, Mikrocontroller programmieren in der Software und mit den Platinen-Layouten. Und die können wir nachher auch bestücken und löten. Das Ganze muss man dann auch zusammenfügen und wenn dann etwas nicht funktioniert, muss man dann auch das Zeug ausmessen und die Fehler drin finden und dann das auskorrigieren. Wir haben es eigentlich so, dass wir allgemein im ersten und im zweiten Lehrjahr sind alle im gleichen Raum, haben zusammen EUCAS, arbeiten zusammen produktiv. Und im dritten und im vierten Lehrjahr hat man dann eigentlich die Schwerpunktversetzung, wo man normalerweise intern in einer anderen Abteilung macht oder extern bei einer anderen Firma. Ein riesiger Vorteil ist, wir haben fast doppelt so viel EUCAS wie eigentlich die anderen Firmen. Also da sieht man eigentlich, dass der Schindler am Herzen liegt, dass man die Lehrlinge gut ausbildet und eben sind wir sogar mehr, als das eigentlich notwendig ist. Ich bin sehr sportlich aktiv in meiner Freizeit, vor allem Freestyle-Sport. Die wichtigste Disziplin ist Windsurfen und dann mache ich noch Snowboarden, mache Parkour ein bisschen und Scooter fahren. Also eigentlich alle Wassersportarten, von denen fühle ich mich angezogen. In meiner Freizeit bewege ich mich sehr gerne. Bewegen. Im Winter, wenn es Schnee hat, gehe ich Freeriden und Skitüren. Und im Sommer gehe ich Biken, ja, und vielleicht auch mal wandern oder eine Hochtour im Sommer und auch Klettern am Fels. Das beste Highlight kommt eigentlich noch. Und das wird mein Auslandaufenthalt in Amerika, den ich im Namen von Schindler machen darf. Also das Highlight ist sicher die Einführungswoche. Wenn man die Lehre im Schindler anfängt, dann alle neuen Lehrlinge vom ersten Lehrjahr, egal welcher Beruf, gehen zusammen eine Woche weg. Und das habe ich mega cool gefunden, weil wir dort mal alle Leute können lernen, egal von welchem Beruf. Wenn auch du dich für einen technischen und vielfältigen Beruf interessierst, dann komm doch für eine Schnupperlehre in der Schindler Berufsbildung vorbei oder bewirb dich jetzt gerade auf unserer Webseite.